Und hat sich was geändert hier? Nö. Gut. Abwärts. Ah, ich bin zum Glück na an diesem Ort. Außer er hat hier was geändert. Weil war ja ziemlich nah eigentlich diesem Ort dran. Wo bringt mich der nochmal hin? Ah. Genau. Trifft sich gut. Alles, was so knochenmäßig ist, kommt hier hin, haben wir gesagt. Und ja, ich werf das einfach mal. Ich habe keinen Bock, groß zu sortieren. Was war das? Shotblades, das ist ein Deck. Wenn sie Level abkriegt, wann immer das auch ist, das nächste Mal, werde ich vielleicht ein bisschen was in Daggers investieren, damit sie Daggers auch noch benutzen kann. Ja. Weil sonst ist sie wirklich ein kleines bisschen underequipped. So, das Blazing Scepter lasse ich jetzt auch mal hier. Weil sie ist einfach sonst überladen. So, Greater Healing. Heiltrank. Fire Magic. 35. Das ist ein Flame Weaver Spell. Scroll Explosive Mine und Detonate Mine haben wir zwar schon mal, aber was soll's. Ja, und den Sack mit den Bomben. Komm, den lassen wir jetzt auch einfach mal hier stehen. Dann kann sie nämlich mal mehr tragen. Können wir ihr zum Beispiel die Wasserflaschen geben. Und die Steine. Ja. Hier sind alles Rezepte drin. Das sind die beiden nützlichen Gegenstände. Und da habe ich noch Mystery Ore. Das ich transportieren könnte. Weil Mystery Ore wiegt was. Und mehr als transportieren kann ich es, glaube ich, nicht. Ein Soulstone? The story is quite interesting, smooth and warm to the touch. According to a legend, an extremely powerful mage or other beings at hand. Okay, ich esse den mal. Zwei Skillpunkte? Ah. Die zwei Skillpunkte kriegt unsere Schurkin. Dann kann sie nämlich wirklich beim nächsten Level Up Dolche auf 5 steigern. Und dann können wir ihr die ganzen Dolchbücher, die wir noch so rumliegen hatten, geben. Jetzt habe ich den Aura Trade. Oh. Ach so, weil der schon Aura hat. Ja, okay, das erklärt's. Ups, das war der falsche Zauber. Das war Cure Poison. Transportation ist gerade andersrum. Mhm. Gut, da hat sie halt jetzt mehr Energie, weil sie absolut nichts bringt.
Ich frage mich jetzt gerade, kann man das ercheaten? Kann ich so lange mit dem Mystery Ore transportieren, wie ich Lust habe? Mit Free Gauntlets? Ja, kann ich. Ich könnte also so oft neu laden, bis ich einen weiteren Aura Stone draus gemacht habe. Ist jetzt vielleicht im Let's Play nicht ganz so passend. Ja, das wollte ich nicht. Battle Stuff. Komm noch einmal. So, was kommt raus? Wieder ein Battle Stuff. Ich will noch einmal was anderes rauskriegen. Ich habe jetzt die anderen beiden Ores schon verbrutzelt. Da werdet ihr mir ja wenigstens das eine Ohr noch gönnen. Tainted Arrow. Pff, ernsthaft? Die könnte sie eigentlich auch dann mal demnächst verfeuern. Gerade die Tainted. Okay. Kriegt sie trotzdem Aura, falls wir doch nochmal auf so einen Orb stoßen. So. Warst du Lavaland? Nein. Du bist Lavaland. Jetzt kommt der ultimative Deconstruct Spell. Jetzt bin ich echt mal gespannt. There's nothing to deconstruct here. Das wird wahrscheinlich wirklich nur bei denen funktionieren, die schon dekonstruiert wurden. Hm? Hatte ich nicht noch irgendwas hier drin? Na egal, dann packe ich die Sachen rein und den Brass Key, den ich übrig habe. Was steht da? The Fjordian Stones of Cold Requench No Fires hier. The demons so love their fire, let them burn forever. Tier. The ancient fire lords keep a great evil at bay. Do not release them no matter the cost. The only thing dragons will speak of is flames. Ja. Ich komme halt an den hier nicht ran. Also es gibt halt nichts hier zu löschen. Weil ich nur ein Feld weit löschen kann. Ne? Ja. Und das hier dekonstruieren kann ich auch nicht. Nein. Es muss hier irgendwo was geben. Wo ich durch kann. Also ich weiß, ich habe schon alle Bodenplatten betreten. Und ja, da will ich auch noch mal reingehen.
Ja, jetzt höre ich, habe ich das Feuer wieder aktiviert. So, jetzt habe ich das mal wieder ausgemacht. Aber hier ist eigentlich auch nichts, was wir drücken oder verändern könnten. Ja, der eine Schaden, der ist echt vertretbar. Es hat echt nicht. Die kann ich nicht wieder entflammen, nein. Kann sie auch nicht einschlagen oder so. Die Löcher sind garantiert dafür da, um Coolstones reinzulegen. Hier ist auch nichts zum Drücken. Hier auch nicht. An den beiden Wänden auch nicht. Ich habe doch einen Secret, Detect Secret Zauber, oder? Der ist sogar ziemlich low-levelig, oder? Detect Secrets. Genau macht das jetzt, außer dass hier alles ein bisschen rosa leuchtet. Nee, da ist nur die Druckplatte. Ja, und da bombt gerade der andere dagegen. Da der hier. Nee, das macht ihm nichts. Au. Okay. Gut, das heißt, ich werde mich nochmal bei den Untoten umsehen. Ich habe ja für alle Fälle mein Untote vertreiben. Ich weiß nur, ich darf nicht da durchgehen. Ich kann jetzt da oder da lang. Das hat einen aktiviert. Irgendwo. Hi.